doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht irrelevant. Los geht's. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe vor ein paar Stunden in meiner Instagram-Story eine Story gepostet, dass ich eure Fragen beantworte, die ihr mir auf Instagram stellt. Wer es nicht gesehen hat, Fehler Nummer 1, ihr folgt mir noch nicht auf Instagram. Fehler Nummer 2, ihr seid nicht aktiv. Fehler Nummer 3, macht es einfach. Dann habt ihr nur noch 2 Fehler. Deswegen gerne auf Instagram folgen. Dann würdet ihr sowas nicht verpassen und dann ist vielleicht eure Frage im Video. Ich habe mir ein paar Fragen ausgesucht, beziehungsweise ein paar rausgesucht, die ich euch beantworten werde. Die Fragen werden auch immer für euch eingeblendet. Ich probiere die Fragen, was heißt ich probiere, ich korrigiere. Ich werde diese Fragen ehrlich und offen beantworten. Ich probiere es bestmöglich. Alles, was ich sagen kann, werde ich sagen. Weil es gibt auch gewisse Sachen, zu denen darf ich mich nicht ganz genau äußern. Der eine oder andere kann es verstehen, der andere wird wieder sagen. Aber ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn nicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Deswegen fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Und das war eine Frage. Ich weiß nicht warum und es schmeichelt mich krass, Jungs. Und auch natürlich Mädels. Aber jeder wollte fragen, deine Schwanzgröße. Gute Frage. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich habe es nicht gemessen. Falls ihr es wirklich wissen wollt, würde ich im nächsten Video mir die Zeit nehmen, das Ganze messen. Aber ich glaube, dass ich, wenn er erregt ist, mich zeigen kann. Also, dass ich wirklich vor die Haustür gehen kann und sagen kann, das ist mein Ding, damit arbeite ich. Aber ich weiß keine genaue Größe. Deswegen fällt die Frage schon mal weg, Schwanzgröße. Für das nächste Video dann einfach. Die nächste Frage ist auch eine Frage, ich glaube, mit die meistgestellte Frage, wie hoch ist dein Bodycount? Also, die Frage wurde schon oft gefragt und ich habe mich eigentlich noch nie dazu geäußert und es schwören ganz, ganz, ganz viele Theorien und auch ganz viele Zahlen rum. Es wissen ein paar Leute, sagen wir es so. Beispielsweise Eli weiß so eine Zahl, Sydney weiß so eine Zahl und die Jungs aus meinem Freundeskreis. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe das noch nie gesagt, beziehungsweise ich glaube, ich werde es auch nie sagen, weil ich nicht symbolisieren möchte, dass ich cool bin oder uncool bin, anhand mit wie vielen Frauen ich schon Kontakt habe. Dass ich ein paar Frauen schon kennengelernt habe, das ist kein Geheimnis. Dass ich mich auch mit vielen gut verstanden habe, ist kein Geheimnis. Aber ich werde keine Zahl sagen, weil ich einfach nicht das Gefühl geben möchte, mich damit zu profilieren. Selbst wenn es beispielsweise jetzt über 100 wären, 50 oder 40. Ich möchte euch einfach nicht damit sagen, ich bin cooler, weil ich was mit 100 Frauen hatte oder 200. Das ist nämlich scheißegal. Wichtig ist einfach nur, selbst wenn einer noch keinen Sex hatte, macht euch keinen Druck, bleibt cool. Mit der Zeit wird alles seinen normalen Lauf nehmen und setzt euch da nicht unter Druck. Selbst wenn jetzt einer irgendwie schon mit 14 Frauen was hatte oder mit 10, das macht ihn nicht zum besseren Menschen, macht ihn nicht cooler. Deswegen wird es in dieser Hinsicht von mir auch keine Zahl geben. Es gibt viele Theorien, ihr könnt ja eure Theorien gerne in die Kommentare schreiben, aber das war mir mal wichtig zu sagen. Ich weiß, dass es viele interessiert. Rein theoretisch könnte ich es auch teilen, aber bedeckt halten an der Stelle. Und ich glaube, ich habe genug dazu gesagt. Wenn wir vom Bodycount gehen, ist auch so eine Frage, wie sieht es aus mit einer Freundin? Wird es mal Zeit? Hast du jemanden im Blick oder nicht? Also für viele, die es noch nicht mitbekommen haben, ich bin mittlerweile 25 und ich bin einer vom alten Ross. Also 25, also ich habe schon so viel erlebt und ja, ich habe halt 25, viele in meinem Alter verstehen das. Ich werde älter und irgendwann muss ich ja auch mal den nächsten Schritt machen. Ich habe jetzt konkret kein Ziel, wann ich Vater werden möchte oder wann ich Kinder gründen möchte und diverse andere Pläne. Aber natürlich werde ich älter und werde ein bisschen auf die Bremse drücken oder ich drücke schon auf die Bremse, weil es auch irgendwo Zeit und Kraft in Anspruch nimmt. Und die habe ich mittlerweile nicht mehr so viel. Aber
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in den nächsten Jahren, Monaten oder Wochen sich da mal irgendwas ergibt. Und wenn sich was ergibt, dann werde ich das auch klar mit euch kommunizieren, weil ich teile ja sehr, sehr viel meines Lebens mit euch. Und wenn der Zeitpunkt ist, dass Niklas Sommer eine Dame kennenlernt, dann werde ich das kommunizieren. Bloß das Problem ist halt, das können ein paar Leute nachvollziehen. Es ist halt auch sehr, sehr schwer, heutzutage eine Dame kennenzulernen, ohne dass ich mit irgendwelchen Hintergedanken in diesen Kontaktaustausch gehe. Weil mir stellt halt, also man stellt sich ja immer die Frage, und da will ich niemanden da draußen einen Vorwurf machen, warum ist die Frau jetzt mit mir im Kontakt? Möchte sie das? Oder ist sie am Ende wirklich interessiert an meinem Charakter? Interessiert von mir, also ich als Person? Das weiß man nie. Das ist auch ein bisschen schwierig immer einzuschätzen, beziehungsweise es ist sehr schwer für mich einzuschätzen, weil ich nie so weiß, okay, was ist die Intention? Findet sie mich hammergeil oder möchte sie einfach nur von mir in Anführungszeichen profitieren? Deswegen ist das ein Thema, was sehr heikel ist, aber Niklas Sommer wird sich irgendwann in ferner Zukunft zu 100% fortpflanzen. Ich brauche ja einen Cristiano Ronaldo Junior 2, weil es gibt ja schon einen Junior. Sehr respektlose Frage und da nehme ich gleich zwei Personen in Anspruch. Es geht hier nämlich um die Gellers. Ich sage nicht Geller, sondern Gellers, weil es sind zwei. Melina, stellt mir die Frage, wie bekommt man so einen krassen Bartwuchs wie du? Ja. So Melle, du und Eli Urwirt, ihr seid die Wirten, ihr seid Wirte. Aber selbstverständlich beantworte ich dir diese Frage gerne. Ich bin der Meinung, und das ist ein bisschen undankbar, auch ein bisschen undankbar vom Timing, ich habe mich heute rasiert. Jetzt wird der eine oder andere den Kopf schütteln und sich fragen, was labert der? Guck dich mal an, ich habe mit 14 mehr Haare als du. Kann gut auch sein. Aber, und jetzt kommt ein Beispiel, das könnt ihr euch vorstellen, und jeder wird es fühlen. Auf Oldschool würde ich einer Facebook-Bartgruppe beitreten. Wisst ihr, wo Leute in einer Facebook-Gruppe sind, wo man sich über ihre Bärte unterhaltet, über den eigenen Bartwuchs, was sie für einen Bart haben, wäre ich ein angesehenes Mitglied. Das heißt, ich hätte das Recht, in dieser Gruppe meinen Eindruck, meine Erfahrungen mit meinem Bart anderen Leuten mitzuteilen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass ich einen Bart habe. Jeder, der das anders sieht, soll mir auf Instagram ein Bild von seinem Bart schicken und dann werde ich offen und zugeben, ob er mehr hat oder weniger. Aber Stand jetzt bin ich Bartträger und das war vor ein paar Wochen nicht so. Aber ich lasse mir das nicht kleinreden. Dafür arbeite ich mittlerweile 25 Jahre und das, was ihr seht, ist volle Pracht Haare. Ja, braucht aber nicht so blöd gucken. Wie viel Sport treibst du pro Tag oder pro Woche? Also, dass mal ein paar Leute so einen kleinen Einblick bekommen, weil die denken ja, stream die ganze Zeit nur, der ist nur auf YouTube. Nee, Freunde, ich habe 6-mal die Woche Training, das heißt jeden Tag. Dann gibt es Trainingseinheiten, wo wir 2-mal trainieren. Also gehen wir davon aus, dass ich 7-mal pro Woche trainiere, plus am Wochenende das Spiel. Das heißt, das geht bis zur Winterpause, dann haben wir, glaube ich, maximal 3 Wochen Zeit und dann geht wieder die Vorbereitung los für die Rückrunde. Für die Leute, die denken, ja, der macht nichts und der schläft nicht, der ist nur am Zocken und so. Nee, Leute, ich trainiere wirklich, wirklich, wirklich jeden Tag, aber ich trainiere von 10 bis 14 Uhr und danach habe ich halt einen freien Tag, also danach steht nichts mehr an. Individuell trainiere ich vor dem Training für mich, nach dem Training gehe ich noch was essen und dann habe ich Freizeit. Und wie ich meine Freizeit nutze oder was ich in meiner Freizeit mache, seht ihr ja quasi hier oder auf Twitch oder, I don't know, auf Instagram. Aber tatsächlich habe ich eine Trainingswoche, die aus 7 Trainingseinheiten besteht, dass wir das mal ganz kurz geklärt haben für den einen oder anderen. Und wenn wir schon bei dem Fußballthema sind. Fußballthema heiß begehrt. Ich glaube, ein Thema, was sehr, sehr viele interessiert. Die Frage, wie geht es sportlich bei dir weiter? Du verlängerst ja nicht bei Mannheim, oder? Also grundsätzlich, Leute. Ich bin erstmal unglaublich dankbar, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die sich mit mir als Person beschäftigen und auch Teil und Interesse an meiner Karriere zeigen. Das ist wirklich, das weiß ich vom Herzen zu schätzen. Das ist manchmal sehr, 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 sehr surreal. Aber ich bitte euch um Verständnis, dass ich auch dann nicht einfach so rauskommunizieren kann, ja, ich verlängere meinen Vertrag nicht oder ich verlängere meinen Vertrag.
Das kann ich einfach nicht machen. Ich weiß nicht, was in Zukunft ansteht. Das Einzige, was ich klar kommunizieren kann, und das kann jeder von euch auch nachschauen, zum 30.06. wird mein Vertrag auslaufen in Mannheim. Ob ich meinen Vertrag verlängere, weiß ich nicht. Ob ich ihn nicht verlängere, kann ich euch auch noch nicht sagen, weil wir mitten in der Saison sind und es weitaus Wichtigeres gibt, als mich als Person, ob ich bei Mannheim bleibe oder nicht. Weil wir haben ein Saisonziel, was wir als Team verfolgen. Und da möchte ich mich nicht im Mittelpunkt stellen. Was auch wichtig ist, was ich dazu sage, ihr könnt mir sicher sein, ich teile ja eigentlich jedes Problem, jeden Erfolg und jeden Misserfolg auch mit euch. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, wenn ich irgendwo hinwechsel oder ich irgendwas zu verkünden habe, was meine Fußballkarriere angeht, die sportliche Hinsicht, dann seid ihr da draußen mit die ersten Personen, die es erfahren und ihr werdet die Quelle haben, die zu 100% stimmt, nämlich mich als Person. Deswegen bitte ich euch da immer ein bisschen Rücksicht zu nehmen und ich finde es unglaublich schön zu sehen, wie viel von euch da draußen sich für mich interessieren. Ich bekomme auch tagtäglich, wenn ich an einem Wochenende mal nicht spiele, jeden Tag Nachrichten, ich sehe die auch, wie zum Beispiel Willi, Kopf hoch, mach weiter, Willi, hoffentlich wirst du da und dahin kommen. An jeder dieser einzelnen Nachricht, fühl dich gedrückt, fühl dich umarmt und fühl dich geküsst, weil für mich ist es nie leicht. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil ich irgendwo Leistungssportler bin und nach diesem Erfolg und nach dieser Leistung irgendwo hinarbeite mein ganzes Leben. Ja, mehr gibt es nicht dazu sagen, also es ist nicht leicht, ich würde sehr, sehr, sehr gerne vieles mit euch teilen, was aber in irgendeiner Hinsicht auch nicht geht. Wer das versteht, versteht's, wer nicht, der nicht. Aber ich kann es am Ende eh nicht jedem recht machen, aber ich hoffe, dass ihr darauf eine kleine Antwort bekommen habt. So, die nächste Frage, denkst du nach Karriereende spielst du bei Delay weiter? Also ein unglaubliches Thema, Delay Sports, wer es nicht kennt, hat was in der Fußballszene verpasst. Aber Delay Sports, für die Leute, die es nicht wissen, das sind die Vereine von Eli Jeller und Sydney. Und dieses Projekt, dieses Fußballprojekt ist gerade im Kommen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich als Person werde in den nächsten 2 Jahren nicht bei Delay Sports spielen, beziehungsweise sehe mich noch nicht bei Delay Sports. Ich bin halt einfach Fußballprofi und ich habe noch andere Ziele oder möchte erst andere Ziele verfolgen, um dann zu sagen oder um mich dann zu entscheiden, bei Delay Sports zu spielen. Eli hat es auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Es wird zu 100% mal passieren, dass ich bei Delay Sports spiele, aber dann werde ich 34 oder 33 sein, also in Richtung Karriereende. Ich persönlich möchte noch mal zu dritt mit denen auf dem Platz stehen. Das ist auch mein Ziel, aber in näherer Zukunft halte ich das für ausgeschlossen. Also weil ich einfach noch nach ganz, ganz anderen Sachen strebe und erreichen möchte. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte so hoch wie möglich spielen und ich möchte selber gucken, wo meine Grenzen sind. Und ich bin der Meinung, dass ich noch nicht bei meinen Grenzen bin. Wenn einer anderer Meinung nach ist, ist das vollkommen für mich, also vollkommen fein für mich. Wichtig ist ja immer nur, was ich denke und was ich von dem Ganzen halte. Und ja, mal schauen. Delay Sports auf die 1, aber mit 33 oder 34. Jetzt ist es noch zu früh, damit ich meine, in Anführungszeichen, Fußballkarriere hinschmeiße. Weil ich spiele gerade in der 3. Liga und werde nicht in die 10. Liga Berlin wechseln. Auch wenn da meine besten Freunde sind. Ich unterstütze dieses Projekt. Ich bin Markenbotschafter von Delay Sports, aber ich werde nicht in der Kreisliga kicken. Dass ich das mal gesagt habe, dass ich es auch mal von mir gehört habe. Wenn ich es anders machen würde, würde, glaube ich, auch jeder jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, ja gut, dann ist ihm dieser Fußball auch scheißegal. Aber es ist mir nicht scheißegal. Deswegen, cool, Willi, weiter so, geil. So. Ziele für dieses Jahr sportlich, geschäftlich, Twitch und Instagram. Also auf sportlicher Hinsicht ist mein Ziel, das Maximum rauszuholen. Am besten so hoch und so hochklassig es geht, Fußball zu spielen. Das ist ein weiter Weg. Da muss ich auch an mir selber noch arbeiten. Es wird, glaube ich, im Leben nichts geschenkt. Das weiß jeder, ob klein oder groß, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich. Aber meine sportlichen Ziele sind ganz klar, das Maximum aus meiner Karriere rauszuholen. Wie weit es am Ende geht oder für was es reicht, weiß ich tatsächlich nicht. Das steht in den Sternen. Aber eins kann ich euch sagen,
dass ich diese Ziele zu 100% verfolge. Natürlich bekomme ich auch manchmal etwas negative Kritik mit von Außenstehenden beziehungsweise fürs Internet. Aber Jungs und Mädels, es ist leicht, über einen Menschen zu urteilen. Und ich bitte euch im Allgemeinen nicht über mich zu urteilen, weil am Ende wisst ihr nicht, wie viel Kraft und wie viel Liebe ich in diesem Sport oder in mein Ziel hineinstecke. Weil ich kann euch eins garantieren. Ich glaube, jeder kennt meine aktuelle Situation und weiß oder kann mich nachvollziehen, dass es nicht die Situation ist, wo ich mich hier hinsetze und sagen kann, ey, ich bin zufrieden. Und glaubt mir, ich fahre nicht 600 Kilometer zu einem Spiel, um 90 Minuten auf der Bank zu sitzen, fahre dann wieder 600 Kilometer zurück und am Ende des Tages zu sagen, boah, es war eigentlich ein echt ein geiler Tag. Du hast nicht gespielt, am Ende habt ihr noch verloren und du saßt 8 Stunden im Bus. Das mache ich aber, weil ich diesen Sport so extrem liebe. Und wenn ich diesen Sport nicht lieben würde, könnte ich auch sagen, ey, wisst ihr was, leck mich am Arsch. Ich mache das einfach nicht, sondern wechsle beispielsweise zu Delay Sports, um mit meinen besten Freunden Fußball zu spielen. Aber weil ich sehr, sehr, sehr erfolgsorientiert bin, kränkt das mich im Herzen, aber ich suche nicht nach Mitleid oder irgendwo, dass jemand mir auf die Schulter klopft, sondern ich will mich durchkämpfen, durchboxen und den Leuten zeigen, die an mich glauben und mich unterstützen, dass sie in ihrem Glauben richtig liegen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Und dafür sage ich auch Danke, falls ich es nicht sage. Es ist ein Wort, was man manchmal so leicht auf die Schulter nimmt. Mir ist es extrem wichtig. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank wirklich an jeden Unterstützer. Was dann auf Twitch und Instagram angeht, habe ich tatsächlich keine großen Ziele. Also, mich würde es freuen, wenn ich 1 Million auf Instagram habe. Das sieht hammer cool aus und wer kann von sich behaupten, er hat 1 Million auf Instagram. Das gleiche gilt wie Twitch. Ob ich das jetzt in 3 Jahren schaffe, in einem Jahr oder in 2 Jahren, darauf lege ich jetzt nicht wirklich Wert. Also ich bin mit dem, was ich momentan habe oder wo ich jetzt gerade bin, das hätte ich mir niemals vorstellen können und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und alles, was jetzt kommt, ist so, let's go, nehmen wir mit, mach fertig, Willi. Das ist Choc Güzel. Deswegen, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, es sind nur noch so 150.000 auf 1 Million. Und wenn wir 1 Million haben, verlose ich keinen Porsche, sondern verlosen wir 3 Häuser. Also falls einer seiner Familie ein Haus schenken möchte, dann drückt jetzt auf Folgen und abonniert den Kanal. Aber eh die Zeit. Wie die Steaks. 15 Steaks? Wir hatten 5. Auf Eliselnacken, Bro. Was viele nicht mitbekommen haben, ist eine Frage, die voll random ist, aber die kann ich voll schnell beantworten. Welche neue Vita-Welt-Eistorte ist dein Favorite? Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, es gibt jetzt Vita-Welt-Tee. Das ist kein Eistee, das ist frisch gebrühter Tee. Für die Leute, die sagen, das haben wir schon 1000 Mal auf dem Markt. Nein, haben wir nicht schon 1000 Mal auf dem Markt. Es ist kein Eistee. Der Unterschied ist, wir drei haben ja ein Vitaminwasser, Vita-Welt, für die Leute, die es nicht kennen, auf die 1. Jetzt haben wir Vita-Welt Tee rausgebracht, um einfach die Leute abzuholen, die sagen, ey, ich will es nicht komplett gesund und mir ist in irgendeiner Hinsicht es etwas egal, wie viel Zucker es enthält. Haben wir uns gedacht, okay, wir bringen auch was raus, was auf der geschmacklichen Seite jeden abholen sollte. Und haben es trotzdem, hinbekommen, das Ganze auf einer gesunden oder mit wenig Zucker auf den Markt zu bringen. Und wenn ich jetzt meine Favorite-Sorte angeben müsste, Maracuja-Vanille. Maracuja-Vanille, ey, Leute, glaubt mir, Maracuja-Vanille ist es. Wenn es nicht ist, schickt mir eure Vita-Welt-Rechnung und ich erstatte euch das Geld zurück. Bis 10 Leute, die ersten 10 Leute, aber ich will die Quittung sehen. Aber wirklich, Maracuja-Vanille ist der Shit. Ist der Shit. Wirklich. Mach deine Familie glücklich. Mach dich selber glücklich. Ja, eine Frage, die auch sehr interessant ist. Nervt es, dass man draußen immer erkannt und angesprochen wird? Das ist auch eine sehr häufig gestellte Frage. Also mich persönlich nervt es nicht, weil ich sehe es irgendwo als Privileg und ich bin sehr, sehr dankbar, dass halt wirklich so viele Idioten da draußen sich für mich als Idiot interessieren. Es ist tatsächlich manchmal wirklich sehr anstrengend in gewissen Sachen oder in gewissen Situationen, wie zum Beispiel, wenn ich mit Freunden oder Familie esse,
Weil beim Essen möchte man dann irgendwo ungestört sein. Und dann ist es halt manchmal sehr undankbar und auch sehr unhöflich, wenn man während des Essens auf mich zukommt und nach einem Foto fragt. Wenn ihr mich einfach so in der Freizeit seht, wenn ihr mich nach dem Essen mit dieser Frage kontaktiert, dann bin ich der Letzte, der nicht mit euch ein Foto macht. Also wer bin ich? Aber man muss manchmal, glaube ich, so ein gewisses Feingefühl für das Ganze haben, weil es gibt Momente, da möchte man etwas zurückgezogener sein, etwas privater, auch wenn ich eine Person des öffentlichen Lebens bin. Und dann gibt es Momente, wo ihr einfach kommen könnt, können wir ein Foto machen, dann werde ich selbstverständlich sagen, ja, bleib doch mal los, natürlich. Also deswegen, ich finde, es ist Fluch und Segen, aber viel, 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 viel mehr Segen als Fluch. Die positiven Sachen überstimmen die negativen Sachen. Deswegen bin ich da auch positiv gestimmt und es nervt mich nicht ansatzweise, um dann Strich hinter die Frage zu stellen. Ich finde es eher cool. Also ich finde es cool. Cool. Dein aktueller Umsatz mit meinen Firmen. Dazu kann ich nicht genaue Zahlen geben, weil es ein bisschen kompliziert ist. Also ich habe meine eigene Modemarke. Wir haben VitaWelt und ich habe eine Produktionsfirma. Wenn ich das jetzt mal grob so in Zahlen widerspiegeln könnte, also wir haben mit VitaWelt einen Umsatz von, wir haben 30 Millionen Flaschen verkauft. Was der Umsatz dabei war, frag mich nicht. Ich habe am Ende einfach nur das Geld bekommen. Nein, Eli hat das alles auf dem Schirm. Ihr müsst euch vorstellen, Eli ist die Person, der so batsch, ich und Sidney sind nur in der Gruppe und schreiben dann manchmal privat, Eli, ey Eli, schreib mal noch das und das rein. Er fragt sich auch manchmal voll oft darüber ab und sagt so, macht ihr auch mal? Nee, Geller, mach selber. Also wir haben über 30 Millionen Flaschen bei VitaWelt. Mit meiner Modemarke sind wir bei einem Umsatz von, lass mich schätzen, 7, 8 Millionen. Und mit der Produktionsfirma sind wir bei einem Umsatz von ein bisschen unter einer Million. Also, ja, keine Ahnung, reimt euch irgendwas zusammen. Also, ich habe Real Talk das Ganze nicht auf dem Schirm, was ein bisschen fahrlässig ist, aber ich habe ein Team und ich habe das Ganze, das ist immer mit meinen besten Freunden und das Geschäft beruht auch irgendwo auf unserer Freundschaft und eine Freundschaft beruht auf Vertrauen und ja, ihr wisst schon und ich vertraue denen blind und ich hoffe, das Ganze ist auch andererseits rum. Fachwort, Digga, wisst ihr wahrscheinlich? So. Letzte Frage, wovor hast du am meisten Angst? Also fernweg von, dass ich damals Angst vor Hunden hatte, das würde ich jetzt nicht als Angstthema nehmen, aber es gibt so gewisse Sachen, die mich beschäftigen. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt für mich und ich glaube, es kennen viele von euch da draußen. Ich habe so ein leichtes Problem mit dem Einschlafen bzw. mit meinem Kopf. Wenn ich manchmal mich nachts hinlege, habe ich Angst und das Gefühl, oder ich habe Angst davor, am nächsten Tag nicht mehr aufzustehen. Das heißt, ich habe Angst vor dem Einschlafen, weil ich das Gefühl oder sich das Gefühl in mich aufbaut, dass ich am nächsten Tag nicht mehr aufstehe. Ich weiß, vielleicht wird der eine oder andere jetzt lachen. Ich sage euch einfach nur, was meine Angst ist, was oder einer meiner Ängste ist. Eine andere Angstthematik ist bei mir, dass ich Verlustängste habe. In der Perspektive, ich habe eine sehr kleine Familie und da ist auch schon viel vorgefallen. Und zu meiner Familie beziehe ich auch meine Freunde. Und ich habe irgendwann Angst, meine besten Freunde zu verlieren oder Familienmitglieder. Und das sind Ängste, mit denen man sich nicht tagtäglich irgendwie beschäftigt. Aber wenn dieser Angstzustand kommt oder dieser Gedanke kommt, dann rattert das immer sehr extrem im Kopf. Und eins dieser Beispiele, wenn solche Gefühle kommen, ist es dann, wenn ich einschlafe. Ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn man abends im Bett liegt und alles dunkel ist, kommt man auf die emotionalsten und verrücktesten Sachen, die einem durch den Kopf gehen und dann passiert sowas. Also das ist dann so ein Punkt, der trifft sich. Meine Angst vorm Einschlafen, dass ich nicht mehr aufstehe und diese Verlustängste, was meine besten Freunde angeht und meine Familie. Davor habe ich sehr, sehr, sehr Angst. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber nichtsdestotrotz mache ich weiter. I don't know. Es ist schwer zu erklären.
aber ich habe es ein bisschen probiert, mit euch zu teilen. Vielleicht gibt es da draußen auch jemanden, der das Gleiche hat. Wenn ja, let me know, was du machst, oder lass es uns zusammen besser machen. Keine Ahnung, wenn jeder jemandem anderen hilft, wird es auf jeden Fall besser, als wenn man drauf tretet. Das ist an der Stelle gesagt. Und ich glaube, das waren auch erstmal die Fragen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch was nicht gefallen hat, lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr sagt, es war hammergeil und ihr wollt einen zweiten Teil oder wir machen sowas, sollen sowas öfters machen, drückt gerne auf den Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nichts mehr, was ich sagen möchte. Nee? Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Küsschen aufs Nüsschen und damit sage ich Tschüsschen. Oh, war das schlecht, wir machen das normale Outro. Und es geht 1, 1, 2. Nice, nice, geil, ist so heiß.